Yo, halt zurück zu Starfield. Also wir sind hier wieder an Bord. Wir wollen jetzt, ich meine zum Pluto, ich habe es mir nicht gemerkt. Wir sind hier noch auf dem, weiß ich auch nicht. So, lass mal kurz gucken. Mission. Neptun, nicht Pluto. Okay, Neptun. Alles klar. Wie können wir da, gleich eine Route festlegen? Yo. Let's go reisen. Neptun, sehr fresh. Was nähert dich dem Schiff? Halt, ja. Siehst du das? Da draußen treibt ein Schiff. Keine Zeit für Sightseeing. Das könnte unser Vanguard sein. Okay, let's go. Da stimmt was nicht. Die Waffen des Schiffs werden aktiviert. Aufgepasst! Wenn du aufhörst, uns zu beschießen, antworten wir gerne. Ein paar habe ich weggenollt, aber sie haben mich festgesetzt. Ich brauche Hilfe. Wenn wir das Schiff wegballern, ist der Tod und unser Artefakt ist verloren. Wir müssen an Bord gehen. Ziel auf die Antriebe. Wenn sie ausfallen, haben wir unsere Chance. Okay, wie ziehen wir das? Okay. Hinterher fliegen. Schon. Also wir schön betreten werden, sobald die Schiffsantriebe deaktiviert sind. Okay. Mhm. Na, Schiff heranfliegen, kriegen wir hin. Und andocken. Schimmer. Der Techniker hat Angst. So, kommen wir hier rein, oder? Ne, hier, ne? Können wir dann andocken bzw. durchgehen? Okay. Moin, Meister. Okay. Oh, ein angebissenes Sandwich. Das nehmen wir mit. Okay, komm. So, es ist ja gekapert, das heißt, wir können hier nicht mit Freunden rechnen. T
Teppichmesser. Kaputt. Sauber. Der Frost fängt an, sich auf meine Instrumente auszuwirken. Krass. Okay, cool. Besorge den Schlüssel. Mhm. Wer hat den? Und wir wollen jetzt nichts bauen. Okay, ich wollte nur noch mal gucken, ob es was anderes ist. Und das hier ist Anzugwerkbank, sehr gut. Mhm. Okay, also das, was man auf unserem Schiff auch machen kann. Lecker. Let's go. Mhm. Schiffschlüssel, Credits, Patronenhülle, modifizierte Grendel brauche ich nicht. So, da rein, oder? Oh Junge, bist noch da. Bin ich froh, euch zu sehen, wer ihr auch seid. Wir sind alle unverletzt, oder? Das werte ich als Erfolg. Hm. Ekliptik-Söldner. Die arbeiten praktisch für jeden. Da hinten ist so ein Artefakt, oder? Keine Freundschaft mit Piraten, Dieben und Plünderern. Anscheinend sind sie jetzt genervt genug, dass sie ihr Geld zusammengelegt haben, um Profis anzuheuern. Was? Euch gibt's noch? Mann, ich kenne nur die Geschichten. Wir kennen auch Geschichten. Ja. Von einem Objekt, das du gefunden hast. Ihr wisst also, was das oder? Ist? Ich wollte es in Cydonia verscherbeln. Und der Typ dachte, ich verkaufe gefälschtes Titan. Es verträgt sich nicht mit Scannern. Wertlos, wenn man seltene Mineralien verticken will. Ich sollte es also lieber nicht als Kühlerfigur verwenden? Merkwürdige Weltallklumpen gegen Lebensrettung? Da tausche ich gern. Hoffentlich findet ihr raus, was das für ein Ding ist. So, das Ding hier, ne? Ja, genau. Dachte ich schon. Mach mal Platz, Junge. Nein, da will ich lang. Ah. Flup. Ah. Ja, jetzt aber. Mhm. Gute Arbeit. Und jetzt zurück zur Loge. Ah,
Wir ziehen hier noch ein bisschen was ab bei ihm. Hast du noch was? Können wir ein bisschen mit ihm quatschen, oder? Danke nochmal für die Rettung. Ich weiß nicht, was ich ohne euch gemacht hätte. Naja, du hättest irgendwas anderes gemacht. Okay, Medipack, sehr gut. Take it. So, hier raus. Die haben wir alle weggelootet. Raus, 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 raus. Oh, ne. Jo, sehr nice rübergejumpt. Okay. So, also, wo kommen wir raus? Wie kommen wir hier rein? Und dann gehen wir hier wieder raus, oder? Ne, hier raus. Okay. Ist vor dem Aufbruch noch Zeit für ein Nickerchen? Warum bist du so unentspannt? Alle Systeme sehen gut aus, Boss. Ja, dann pack die Knarre weg oder was auch immer das da sein mag. Ist das ein Föhn? Ist das was für ein Föhn? Nee, doch nicht. Okay, so, let's go. Wir wollen... ja, eigentlich direkt zurück zur Loge, oder? Lass mal gucken. Mantis. Okay. Geheimer Außenposten. Ist interessanter als zurückzufliegen, oder? Ich weiß nicht. Oder? Wo ist das denn? Oder einen Kurs gleich festlegen? Geht nicht. Okay, wir müssen zurück. Auf der Karte kann man das so anzeigen. Na gut, okay, wir müssen erstmal zurück. Let's go. Zu ihrer Zufriedenheit. Wir haben es. Nur zu. Du darfst. Das ist aber nett. Es passt. Kurzer Energieanstieg, aber alles wieder stabil. Zeigt sich irgendwas Neues? Nein, genau wie vorher. Ein riesiger Ausschlag. Wenn das Artefakt hinzugefügt wird, dann harmonisiert es sich. Als würde es auf die anderen warten. Das ist Spekulation, aber ich glaube, du hast recht. Es gibt noch mehr. Hier, hast du dir verdient. Willkommen bei der Constellation. Als vollwertiges Mitglied. Ganz ehrlich, das macht's einfach noch ein bisschen offizieller. Na, okay, nenn es, genau, wie du willst. Richtige Person, richtiger Ort, richtige Zeit. Wichtig ist nur, als die Artefakte sich vereint haben, warst du Mitglied. Wir werden Großes erreichen. Wir alle gemeinsam. Ach ja, was sagst du dazu, wenn wir weiter zusammenfliegen? Ich bleibe sicher nicht hinter meinem Schreibtisch sitzen. Diese Artefakte sind ein neues Kapitel für die Constellation. Und ich werde dabei sein. Und ich will auch dich dabei haben. Du lieferst Ergebnisse. Ich brauche jemanden wie dich als Rückendeckung. Okay. Okay, wir haben noch ein paar Hinweise, die wir besprechen sollten. Zunächst gibt es da eine Expedition, die Sam Coe zusammengestellt hat. Sie geht in den Freestar Collective Raum, den kennt er in- und auswendig. Dann gibt's da noch das Auge, unsere Station im Orbit. Wird Zeit, dass du Wladimir kennenlernst. Er stöbert fleißig nach weiteren Anomalien. Und zu guter Letzt, Noel, haben wir schon was von Barrett gehört? Ein Kurier von Argos Extractors war da, um uns zu sagen, dass sie die Zelte auf Vectera abbrechen. Aber sonst nichts. Nein, kein Wort. Das ist nicht gut. Wir sollten persönlich nach Barrett sehen.
Wow, 400 EP. Oh, stimmt. Er war ja nicht hier, als du aufgetaucht bist. Aber jetzt müsste er zurück sein. Er soll sich dir selber vorstellen. Wenn ich ihm die Show stehle, muss ich mir das ewig anhören. Boah, 1000 Sidequests dazu, ne? Wir betreiben eine Sternenstation im Orbit über uns, von der aus wir das Weltall scannen. Wladimir leitet die Station. Ein genialer Astronom. Jahrelange praktische Erfahrung. Bis dann. Okay, was ich natürlich gerne... Okay, wir können mit ihm quatschen, ne? Ich freue mich total, Sie kennenzulernen. Die Constellation hatte schon ewig niemanden neuen mehr. Wie sie wohl ist. Übertreib's nur bitte nicht. Was gibt das denn für ein Bild ab, wenn ein Kind die Leute verhört? Ich beschränke mich auf die wichtigsten Sachen, Dad. Er schwant Übles. Sam und sie ist... Du bist ist, wohl der okay. neueste arme Tropf, der in unsere kaputte kleine Familie gezerrt wird. Yes, sir. Nein, witzige Geschichte. Sie wollte mein Schiff stehlen. Habe sie nur nicht ausgeliefert, weil wir denselben Nachnamen haben. Dad. Na gut, das ist meine. Wow, ich kenne ein paar dunkle Seiten der Aquila-Monde, aber wenn du eine detaillierte Geschichtsstunde willst, naja, da schlafe ich noch vor dir ein. Vertrau mir. Sporn ihn nicht noch an. Korako übrigens. Hi, hi. Hi, hi. Schön. Freut mich. Ich find's toll, wenn sich jemand auf die Frontier traut. Du weißt das ein oder andere über Raumfahrt, hm? Hey, lass die Späße. Die Frontier ist ein gutes Schiff. Ehrlich. Also, kommen wir zum Geschäft. Hat Sarah dir von der Expedition erzählt? Yep, genau da fliegen wir hin. Wir drei fliegen nach Aquila, auf den ersten Planeten, den das Freestar Collective besiedelt hat. Und auf dem auch die Hauptstadt liegt, Aquila City. Wir landen auf dem Weltraumhafen, aber unser Ziel ist das Grenzland. Raues Gebiet, gibt viele Geschichten. Und ich kenne da eine Geschichte, die nur einen Schluss zulässt. Artefakt. Ja, leg dich nicht mit den Freestar Rangern an. Für das Collective sind sie Richter, Geschworene und Henker. Sie sind zwar die Guten, aber das macht sie nicht weniger gefährlich. Abgesehen davon, sei einfach kein Arschloch. Kann nicht schaden. Wir haben sowieso gerade Besorgungen erledigt. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Hast du was für mich? So, Sam haben wir und ich wollte ja jetzt eigentlich mal kurz eben, sag ich mal, die Mission, wo ist denn das? Mantis, Juwelen, boah, wir müssen so viel Shit machen. Okay, komm, das wollte ich einmal machen. Warum kann ich da keinen Kurs festlegen? Was ist los? Lies, die Slate über die geheimen, okay. Notizen wahrscheinlich, oder? Geheimer Außenposten. Ablegen, untersuchen. Bla bla. Geheime Außenposten, ehemalige Gelegenheit. Schwing deinen Arsch dahin. Ja, das wissen wir. Ich habe eine UC ausborgen musste, aber die Sternenwerft wurde überrannt. Habe mein Schiff geflickt und bin unterwegs zum Neptun. Ich hoffe, dass die Frontier nicht zu viel zufriedenkommt und sich um die Space kümmert. Aber bis dahin, wenn einer von euch verbrechen. Wir können natürlich auch einfach hier sagen: Mission. Das müsste jetzt gehen, ne? Reise zum Geheimen, genau. Dings, jetzt geht's mit Festling. Oh, unerforschte Route. Treibstoffverbrauch zu hoch. Okay, warte mal kurz. Muss man irgendwo zwischenlanden oder wie macht man das? Okay, warte mal.
Wie kommen wir hier nochmal raus? Genau, so, wo ist es? Irgendwo da ganz hinten. Ne, hier sind wir, ne? Oder? Naja, okay, warte mal. Wie kriegen wir das denn hin? Also, wir haben gesagt, das ist das. Okay. So, du hast noch nicht jedes System erlangen, diese Route erkunden. Versuche ein näheres System zu springen. Okay. Blub, blub. Das da. Das geht, oder? Okay. Route abbrechen und hier hinfliegen, oder? Das geht. Okay. Bord. Bereit zum Abflug. Muss man hier landen? Nö, eigentlich nicht, oder? Wir können jetzt... Genau. Wir können jetzt einfach sagen, nö. Und... Warte mal. Vielleicht können wir jetzt direkt schon springen, oder? Das heißt, wenn wir Map aufrufen und sagen, flieg mal hier hin. Geht das? Immer noch nicht. Okay. Okay, ist es aber so, dass man immer wieder auftanken muss oder hat man dann... Mal gucken, es geht. Graf-Sprung, okay. Okay. Fertig. Viel Spaß in Neon. So, aber jetzt müsste das ja irgendwie gehen, oder? Oder haben wir jetzt immer noch keinen... Jo. Geht. Okay. Landeziel festlegen. Springen. Los geht's. Okay, gut zu wissen. Man kann nicht einfach so überall hinjumpen. Alter. Sehr düster. Okay, haben wir ein Ziel? Ja, irgendwo da hinten. Mhm. Was zur Hölle? Ich dachte, wir wären jetzt hier richtig. Reise zum geheimen Außenposten. Okay. Jo, ich dachte, da wären wir schon. Okay, wenn wir jetzt hier sind, ich dachte, wir wären irgendwie auf dem Weg dahin. Hm. Ich hab's noch nicht gerafft, wie dann das Flugsystem geht. Ist doch scheiße. Warte mal, zurück. Mantis. So, das Ding haben wir festgelegt. Kurs festlegen. So, und das ist zu weit weg. Das heißt, wir sind hier. Wo können wir denn dann hin? Wir sind doch hier. Müssen wir irgendwie tanken, oder was? Geht auch nicht. Versteht man das? Willkommen im Freestar Collective.
gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir dein Schiff scannen. Ja, ist okay. Können wir erstmal alles ausbaldovern, aber müssen wir wahrscheinlich okay, irgendwie mal landen, klar. Oder? Dass das wieder neu aufgetankt ist. Sieht man irgendwo die Reichweite? Ich hoffe es noch nicht. Also, nochmal Sternkarte. Also, wir sehen hier. Jo, alles schön. Okay. Will ich hier landen? Ich weiß es nicht. Ziviler Außenposten. Darf ich da nicht landen, oder was? Vielleicht, wenn man landet, kriegt man wieder Treibstoff und so weiter, oder? Kann das sein, dass es daran liegt? Aufstehen, ich will mal kurz gucken, ob man hier irgendwo sehen kann, was das Ding für eine Reichweite hat. Also ich check's immer nicht so richtig. So, wenn ich jetzt die Quest verfolge, nochmal raus. Rauskommen. So. Die Quest verfolge ich. Bla bla bla. Zum Außenposten. So. Ich will den Kurs festlegen. Und ist jetzt hiervon super weit weg. Verstehe ich ja. Aber. So, hier waren wir eben schon. Das hätte klappen können. Richtig? Bezeichnung, bla bla, Temperatur, Masse, Radius, Planeten oder Analyse 32%. So, Reisedaten. Sprünge, Entfernung, Frachtraum und so weiter. So, Entfernung 55 Lichtjahre. Sprungdistanz 16 Lichtjahre. Okay, muss ein paar Mal springen oder was heißt das? Treibstoffverbrauch 80 Lichtjahre, okay. Unerforschte Route, verstehe ich auch. Aber hier waren wir doch schon. Das hat doch schon mal geklappt. Also hier nochmal hin. Springen. Du befindest dich im Freestyle-Raum. Genau, weiß ich, waren wir hier eben schon. Wir scannen auf Schmuggelware. Scan abgeschlossen, du kannst... Genau. So, und jetzt würde ich ja sagen, oh nice... Nee, das nicht. So, jetzt hätte ich ja gedacht, dass wenn ich jetzt halt sage, ich habe immer noch meine Quest und ich will hier immer noch dahin fliegen. Ja, muss ich dahin? So, wenn wir... Ich kann da rauszoomen, oder? Das war's schon mit rauszoomen. Thank you.
Okay, man muss zwischendurch abstimmen, also abstellen. Und dann rauf, okay. Hm. Kurs festlegen. Okay, komm. Ah, Kurs festlegen. Nee, komm. Also, ich sage Quest. Es muss einfacher gehen. Irgendwie habe ich es noch nicht geschnallt. Okay, komm her. Für das Ding Kurs festlegen. Ist alles okay. Und jetzt kommen wir dahin. Okay, weil es jetzt nah genug ist. Okay, verstehe. Länger gedauert, aber sonst. So, Schilde hoch. Und, jo, lass mal gucken, wo wir hier landen müssen. Oh, da gibt's alle Vorkommen, oder? Hm. Merkmale nur von zwei. Okay. Oh. Okay, Landeziel festlegen. Nee, nicht da. Sondern da unten wollen wir hin. Geheimer Geheimaußenposten. Bisschen kalt aus, ne? Von solchen Welten bekomme ich nie genug. Ja, was wollen wir denn da drin jetzt schon wieder? Ich raff das nicht. Also das ist... Schnall ich einfach nicht. So, nee, Sternkarte ist Quatsch. Sondern was sagt unsere Mission? Reise zum Außenposten haben wir doch gemacht. Okay. Was wollen wir da oben dann noch? Captain on deck. Nee, warum denn? Nö. Warum sollte ich das machen? Die Mission ist doch ganz anders ausgewählt. Wer rafft's? Ich raff's nicht. So, nochmal. Also, das ist die Mission. Außenposten auf Blablub. So. Zack, zack. Das wollen wir jetzt machen. So. Kurs festlegen brauchen wir nicht. Zeig mal auf der Karte. So. Und auf der Karte ist es genau... Oh, Moment mal. Es gibt zwei Dinger. Okay. Geheimer Außenposten. Ich bin hier hingegangen, ne? Okay. Sorry, verstehe. Jo. Dürfte ich mal den geheimen Außenposten haben? Da wollen wir hin. Geheimer Außenposten. Sorry.
Das ist unser Fund. Verpiss dich also gefälligst, sonst bringen wir dich um. Das Versteck der Mantis gehört uns. Das Ziel gehört mir. Am Meer hast du mich drauf. Ja. Das war cool. Helm Deep Raccoon, okay. Mhm. Kann ich noch gut tragen, ne? Also von daher, so du bist. Okay. Okay, da hängen ein paar ab. Drei, oder? Vier, fünf, vier. Mhm. Kommen wir da am besten ran? Kommt man auf der anderen Seite ran oder nur über diese Treppe hier? Da kommen wir nur hier durch ran, ne? Mhm. Komm. Haben wir zu viel? Nee, ne?
Nö, geht schon noch. Seifenspender und so weiter, oder was? Mhm. So, was haben wir hier? Irgendwas Schönes für mich. Mull. Erfahre mehr über das Mantis-Versteck, okay. Optional. Mhm. Warum nicht, ne? Da kommen wir nicht durch, okay. Sehr gut, Leon. Du hast es fast geschafft. Ich weiß, dass du es schwer hattest. Dementis zu sein, ist eine schwere Last. Aber du kannst so viel Gutes tun. Den Spacern und Piraten das Fürchten lehren. Ihnen klar machen, dass manche Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Du hast das Zeug dazu, Leon. Ich weiß es. Konzentriere dich weiter. Es ist nicht mehr weit. Sehr gut, Leon. Du hast es fast geschafft. Ich weiß, dass du es schwer hattest, Dementis zu sein. Eine schwere Last. Aber du kannst so viel Gutes tun. Den Spacern und Piraten das Fürchten lehren. Würde ich ja gerne mal ausprobieren, wie die funktioniert. Ihnen klar machen, dass manche Grenzen nicht überschritten werden dürfen. Du hast das Zeug dazu, Leon. Ich weiß es. Konzentriere dich weiter. Es ist nicht mehr weit. Ober! Alter, was sind da alles weggefallen? Also habe ich mich mit dem Anwalt getroffen. Bereit, es krachen zu lassen. Das Videotestament war emotional. Mutter und ich haben seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Mutter sah nicht gut aus. Aber sie war sie. Genauso irre und kryptisch wie immer. Ich bin fast überrascht, dass sie sich an ihren Sohn erinnert hat. Es war starker Tobak. Fast berührend. Aber dann kam die Pointe. Kein Erbe, bis ich mich zu Mutters geheimer Verhaltens begebe. Auf den Nebula 1B. Sie endet nicht mit Ich hab dich lieb oder ich bin stolz auf dich. Nein. Dick Semper Tyrannis. Ständig wiederholt sie das blöde Ding. Danke, Mutter. Tausend Dank auch. Okay, weiter geht's.
Wow. Ist das ein Granatwerfer oder was hat die? Interessant. So, okay, weiter geht's. Mal hochkommen. Komm schon. Lass ihn mal hochkommen. Bleib tot. Ach komm doch hoch. Okay. Das ist nicht gut. Dann mal los. Hab einen erwischt. Wow, sehr gut, danke. Sehr nice gemacht. War was Wertvolles dabei? Geht so. Etwas Rares. Du bist lächerlich. Wow, das wird heftig. Wenn wir von der anderen Seite könnten wir auch runtergehen, oder? Sauber. Komm nur her! Mutter ist die Mantis? Unmöglich. Die Mantis ist doch ein Märchen. Erfunden, um die Piraten unter Kontrolle zu halten. Naja, möglich ist es. Sie hat nie erzählt, wie sie an ihr ganzes Geld gekommen ist. Und sie hatte immer alles im Griff. Das ist ziemlich heftig. Die hilft wirklich sehr, ne? Jetzt nicht.
dich hier nochmal blicken lässt. Hey. Scheiße, die machen uns fertig! Die Picks alle. Noch mal zurück oder was, um ein bisschen was zu looten, was wir übersehen haben, weil wir brauchen auf jeden Fall irgendwas für die Gesundheit. Achso, ich kann mir natürlich auch irgendwas reinziehen, ne? Das leckere Sandwich, ja. Oder das angeknabberte. Ich dachte, das bringt irgendwas. Generell 3 Gesundheit, okay. Komm, hau rein. Einfach mal alles reinballern. Espresso, der sollte sowieso mal weg. So, komm. So, CO2 ist auch nicht gut, ne? Oh. Bist du's? Ja, du bist es. So, komm, warte mal. Achso, haben wir vielleicht noch Grenades? Das wäre natürlich super. Wo haben wir sie hier? Nö. Okay, die können wir aber zumindest mal ausrüsten. Dann mal los! Oh.
gar nichts gebracht. Regeneriert 3 Gesundheit. Wie viel ist denn 3 Gesundheit? Ist es viel? Sind die weg oder was? Lisu? Junge, Junge, alle kaputt? Danke, dass du dir Zeit nimmst. Ich wollte über das Artefakt sprechen, das du auf Vectera gefunden hast. Hey, pack mal die Knarre weg. Als du es aus dem Stein gezogen und das erste Mal in der Hand hattest, was war das für ein Gefühl? Das war nice. Nein, nein, du verstehst mich falsch. Von den Visionen weiß ich, dem Licht und der Musik. Wie hast du dich gefühlt? Im Inneren. Was hast du gedacht? Pure Energie? Das habe ich noch nie gehört. Das wundert mich nicht.
Die Artefakte sind nicht gerade das, was man normal nennt. Ganz ehrlich, weil ich nicht wusste, wie du reagierst. Man könnte dein Erlebnis als äußerst persönliche Erfahrung sehen. Ja, so würde ich das auch sehen. Gut, wir brauchen dringend Hilfe. Die Artefakte sind so anders, so fremdartig. Und ich glaube, eines davon hat mit dir gesprochen. Es ist ein Mysterium. Gibt es die? Ich sammle seit Jahren Daten zu den Artefakten. Man sollte meinen, ich kenne die Antworten. Sehr wenige leider. Ja, okay, ich habe nur ein paar Augenzeugenberichte, unzählige ergebnislose metallurgische Tests und wilde Theorien vorzuweisen. Wir sollten uns mal unterhalten. Schon wenn wieder. Du Zeit hast. Oh, wer bist du? Leon Vulcano. Junge, da müssen wir gleich mal gucken. Und mit ihm können wir uns unterhalten. Aber zu beißen ist erstmal nicht schlecht. Experte, ich bin halt kein Experte. Mann. Ärgerlich. Okay, lass uns mit ihm sprechen, oder? Joghurt, lecker. So, Junge. Halt, ich bin unbewaffnet. Nicht schießen. Können wir uns nicht irgendwie einigen? Ich könnte dir helfen. Livy und ich, tu dir nichts. Hier war alles voller Fallen. Überall Fallen. Ich hab sie entschärft. Das hast du nice gemacht. Dieser Korridor ist einfach zu gefährlich. Sieht harmlos aus. Aber ein Schritt rein und zack, sitzt du in der Falle. Und wenn die Tür wieder aufgeht, sind alle tot. Nein, wenn ich dir das sage, verliere ich mein Druckmittel. Die sind genial. Hat eine Menge Leben gekostet, sie zu finden. Niemand wusste, wie man hier durchkommen soll. Aber ich hab die Lösung. Im Boden sind Buchstaben. Ist ein Muster. Da muss irgendwas stehen. Aber es gibt so viele Wörter oder kurze Sätze. Fünf? Sechs? War schwer, Freiwillige zu finden. Ich dachte, Bin Mantis ist endlich richtig. Ich glaub. Armer Fred. Warum sagen das immer alle? Ich hab dir geholfen. Darf ich jetzt gehen? Oder ich könnte dir weiterhelfen. Ich kenne die Fallen. Ich weiß, wie die Mantis tickt. Bitte, lass mich mithelfen. Und gib mir einen Anteil des Schatzes. Du kannst mir vertrauen. Ich halte mich für ziemlich verständnisvoll und sehe gern das Beste in jedem Menschen. Aber in diesem Fall bin ich mir nicht so sicher. Ein waschechter Spacer. Du wirst es nicht bereuen. Ich bleibe hier. Und, tja, viel Glück. Okay.
Schloss ist zu schwierig. Fuck you. Okay, sind alle draufgegangen. Okay, ich verstehe. Do not enter. So, wenn der da drauf und da drauf gegangen ist, dann muss er irgendwo in der Mitte sein. Haben wir irgendwelche Hinweise? Wir haben ja irgendwelche Notizen oder so. Er ist frei. Der Terrormorph ist frei. Ne, das ist ja von ganz Anfang. Warte mal. Als wir das neurale Steuerinterface zünden wollten. Dann Fallen hat ihn auch erwischt. Über die Sache bla bla. Muss ich bloß von dem fernhalten, okay? Hier spricht Vanguard Moara. Sorry, wenn ich ein paar Sachen der UC ausborgen musste, aber die Sternenwerft wurde überrannt. Haben mein Schiff geflickt. Geschütztürme. Mutter, warum zum Teufel? Das Ganze ist ein kranker Scherz. Muss hier weg. Oh Gott. Ich bin hier. Mir ist heiß. Ich bin müde. Danke, Mutter. Tolles Geschenk. Der blöde Code funktionierte und es gab einen biometrischen Scan. Überraschung, ich bin's. Dann hörte ich Mutter, hatte fast einen Herzinfarkt. Sie meinte ihr Versteck. Ja, Versteck. Die spinnt doch. Wäre nur für Würdige. Also muss ich jetzt ein paar Tests machen. Ich will das nur hinter mich bringen. Okay, aber so richtig nice. Geschütztürme. Mutter, warum? Also habe ich mich mit dem Anwalt getroffen. Bereit, es krachen zu lassen. Das Videotestament war emotional. Mutter und ich haben seit Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Mutter sah nicht gut aus. Aber sie war sie. Genauso irre und kryptisch wie immer. Ich bin fast überrascht, dass sie sich an ihren Sohn erinnert hat. Es war starker Tobak. Fast berührend. Aber dann kam die Pointe. Kein Erbe, bis ich mich zu Mutters geheimer Basis begebe. Auf den Nebula 1b. Und sie endet nicht mit, ich hab dich lieb oder ich bin stolz auf dich. Nein, Sic Semper Tyrannis. Meine Güte. Immer dieses dumme lateinische Sprichwort. Ständig wiederholt sie das blöde Ding. Danke, Mutter. Tausend Dank auch. Sic Semper Tyrannis. Okay, bin jetzt kein Lateiner, aber... Tyrannis hört sich nach Tyrannei an. Mal probieren, oder? Guck nach Waffen oder Munition. Ich möchte mit dir über etwas so reden. Bist du ein V oder bist du ein Y? Wir werden es gleich sehen. Sauber. Es gibt... Okay, sieht erstmal gut aus, oder? Das ist ein N. Was ist hier noch? Oh, moin. Das ist ein N auf jeden Fall, ne? Da ist noch ein N.
Tyrannis. Genau, das passt. Du bist das I, oder? Das hier ist das I. Okay, scheint richtig zu sein. Tyrannis, ja, einziges S. Let's go. Wow. Und jetzt? Nice. Sie läuft einfach rüber. Geschafft. Unglaublich. Jetzt. Sei vorsichtig. Da sind Fallen. Roboter. Vielleicht auch Geschütze. Sehr gefährlich. Okay, wäre natürlich nett gewesen. Schon. Ja, ist ja gut. Ich auch nicht. Ich konnte dir das Versteck leider nie zeigen. Es ist ein Geheimnis, das seit über 100 Jahren weitergereicht wurde. Nach strengen Regeln. Erinnerst du dich, als du ein Teenager warst? Das Training und die Übungen. All das sollte dich auf diesen Moment vorbereiten. Ich glaube an dich, Leon. Na, sehr schön. Okay, down. Geht's dir gut? Steckt der Mantis. Okay. Fahrstuhl. Okay, wo geht's hin? Ebene 0. So lecker hier. Ah, wir sind wieder am Anfang. Okay, sehr gut. Oh, lass mich wieder rein. Geh zurück. Komm. Für uns dabei. Komplett. Okay, aber ich bin eigentlich fast down. Lass mal gucken, ob wir noch was lecker zu essen haben.
Was will die mit mir besprechen? Keine Zeit. Okay, Sprunghöhe ist jetzt wohl. Guck dir das mal an. 20, noch mehr. 5. Woddy. Mhm. Bringt gar nichts. Okay, cool. Brauchst du was? Schiff und krasser Anzug. Ich war nicht die beste Mutter. In der Zeit, die uns noch bleibt, wünschte ich, sei eine bessere Mentis. Ein besserer Mensch als ich. Bringt nichts, ne? Was war das jetzt, was wir da aufgenommen haben? So, jetzt mal unter uns, wer läuft hier alles rum? Da hinten laufen zwei, drei, ne? Drei Roboter. Da hinten wollen wir eigentlich den wahrscheinlich hin, oder? Also nicht nur da hinten wollen wir hin, sondern da wollen wir hin und da wollen wir hin. So, wo ist denn... Mal gucken, was ist das hier? Kommt der hier rein? Ja, ist ja gut. Katastrophale Medipack oder sowas wäre wirklich richtig hilfreich. Tja, erstmal nicht, wa? Mit Ryan, aber ich bin down, Junge. Komm, ich brauche irgendwas. Was haben wir? Hm. Was zu essen? Okay, ist jetzt erstmal nicht so schlecht. Können wir uns hier was kochen?
so richtig gut geht's uns nicht. Komm, ich brauche mal ein Medipack. Ihr habt da bestimmt hier irgendwas rumliegen. Da wollen wir hin. Hier. Aber es gibt's bestimmt nicht for free. Ist bestimmt gleich wieder was auf die Mappe. Oder auch nicht. Was ist das? Basketball. Okay, komm. Wow. Alles nehmen. Okay. Ja, aber wir sind fast down komplett. Da können wir uns da hinten ja durchschmuggeln. Dass wir dich ein bisschen zum Mentes hin Anzugwerkbank, okay. Natürlich gleich versauen den Anzug. Experte, ne? Da kriege ich einen Föhn. Ich würde gerne mit dir reden. Jetzt ja mal nicht. Werkbank, Forschungslabor, boah, Mist, was haben wir noch? Einen Stuhl haben wir auch. Wenn ich mich hinsetze, geht's mir dann gut. Vielleicht chill ich dann ein bisschen. Okay, das ist nicht gut. Dann lass uns mal eben kurz gucken, dass wir den heißen Anzug mal anziehen, oder? Können wir den übergeben? Nein. So. Okay, sieht kacke aus, aber... macht ja nichts. Okay, das heißt aber auch. Hier können wir mal kurz mit ihr reden. Jedenfalls, wie gesagt, die Artefakte sind nicht gerade das, was man normal nennt. Stimmt, ja. Aber hey, wie würdest du es sonst beschreiben? Die Artefakte sind so anders, so fremdartig. Und ich glaube, eines davon hat mit dir gesprochen. Es ist ein Mysterium. Nun ja, sowohl du als auch Barrett haben Musik gehört. Ich schließe daraus, dass das Artefakt Kontakt aufnehmen wollte. Eine musikalische Komposition besteht vielleicht nicht aus Wörtern und Sätzen, aber verdammt, das ist eindeutig eine Art Sprache. Stimmt. Leider weiß ich nicht, wie wir antworten können. Und glaub mir, ich versuche seit Jahren, Daten zu dem verdammten Zeug zu sammeln. Frustrierend? Nein. Verwirrend? Ja. So ein Mysterium zu ergründen, das ist der Traum eines jeden Entdeckers. Ich wusste, du bist die richtige Wahl. Danke, dass du dir Zeit für ein Gespräch genommen hast und unvoreingenommen bleibst. Und ich wollte noch sagen... Nun ja, ich freue mich, dass wir das gemeinsam erleben. Das war seit langem meine beste Entscheidung. Okay, hey, können wir ein bisschen Zeug tauschen? Hast du was Nützliches? Mhm. Zum Beispiel die crazy Anzüge, die ich alle gar nicht trage. Flup, flup.
Okay. Achso, das ist alles, was ich übrig habe. Okay. Helme. Wow. Okay. Habe ich von Sarah das Zeug übernommen? Oh, komm, ey. Inventar. Anzüge. So, das, das, das und das will ich nicht. Rucksäcke. Den weg. Den, 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 den. Alles weg. Helme. Ist genau wieder falsch rum gemacht. Nice. Okay, hat keinen Bock mehr zu tragen. Okay, fuck you. Bis nachher. Ja. Boah, jetzt muss ich vielleicht mal was beißen, oder? Weil ich fühle mich nicht so gut. Auch irgendwas Hilfreiches, so wie das hier. Okay, wieder raus. Nicht dein Ernst, oder? Kommen wir hier cool wieder raus. Und was wollen wir eigentlich machen? Bentis. Begib dich zum Schiff. Okay, das heißt, wir müssen wirklich oben rauf, oder was? Komm schon. Geht das per Schnellreise eigentlich? Na, garantiert nicht, oder? Verlassen Sie augenblicklich dieses. Ja, mache ich. Absolut gar nichts zu suchen. Sehe ich genauso.
Dadurch? Ne, wir wollen ja hier raus, ne? Ja. Boah, knappes Hüßchen, ey. Ganz schön aufs Maul gekriegt. So, und wo ist sie? Oben irgendwo. Muss ja irgendwie rausgebeamt sein, oder? Steht wahrscheinlich da in dem, ich sag jetzt mal, Hangar. Wie kommen wir durch? Hier raus, oder? Oh, nice. Hier, das ist unsere Kiste und das hier ist die Mantis. Abgefahren. Okay, auch nicht schlecht. 2000 Credits. Danke. Ein bisschen pennen. Einfach mal ein bisschen schlafen. Ich hoffe, man regeneriert dann auch wieder, oder? Raus aus den Federn. Es gibt ja, okay, Arbeit. Bist gesund, okay. Very nice. Okay. Die sieht einfach geil aus. Da haben wir jetzt mehrere Schiffe oder was? Das müsste man ja mal... Immer noch mal eben gucken, oder? Wo sieht man denn das? Frontier, okay. Razor Leaf, okay. Mhm. Untersuchen, Crew. Sarah Morgan nicht zugewiesen. Okay. Den Typen. Wie kann man den denn abziehen? Okay. Abziehen? Hm. Ja. Dann haben wir jetzt zugewiesen, ne? Und wir haben halt... Okay, ne, Moment mal. Der Außenbau, den haben wir abgezogen. Und sie wollen wir zuweisen. Naja, man kann das nur auf die Frontier. Hm. Schiff. Ich hätte jetzt gedacht, das Ding ist auch unser Schiffchen. Wie kann man denn sagen, welches Schiff denn dein Lieblingsschiff ist? Ah, kriegen wir alles raus. Ich schätze mal, dass wir das Ding hier jetzt mitnehmen können, oder? Wenn wir hier sagen, wir haben mehrere Schiffe. Das und das. Und das ist ein Heimatschiff. Okay. Frachtraum zurück. So, und das hier ist einfach mal besser. Ich will nichts sagen. Ja, wer weiß. Wir fliegen mal mit was auch immer zurück.
Du hast jetzt ein neues Heimatschiff. Okay, das haben wir eben versucht zu machen. Sarah Morgan, ja, das ist ja eher... Okay, aber das machen wir einfach. Kurz deswegen, hoffentlich können wir da so hinbeamen. Geht das? Die Loge. Da wollen wir nochmal hin. Ist zu weit, oder was? Das geht ja hier auch. Genau. Was für dich gefunden. So, ich würde sagen, das soll dann erstmal reichen, glaube ich, für diese Session, weil haben wir doch welche ganz schön Entdeckungen gemacht wurden, während wir weg waren. Ich stehe zu Diensten, Captain. Man weiß es nicht. Okay, cool. Soll dann vielleicht erstmal reisen. Sarah ist auch noch da. Alles klar, alles easy, alles peasy. So, mehr gibt's beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.